Gerade in diesen Wochen sind vielerorts die Dämmershoppen äußerst beliebt. So auch jener der FPÖ Christkirchen. Bei Unterhaltungsmusik und erfrischenden Getränken startete man gesellig in den Samstagabend. Grundsätzlich gefällt mir bei der FPÖ der Zusammenhalt im Bezirk. Man lernt ziemlich viel Leute kennen und es ist immer eine nette Stimmung. Mir gefällt einfach die Authentizität, die Ehrlichkeit und natürlich der Einsatz für Österreich, was die FPÖ schon seit Jahren bringt. Und dieser Einsatz soll auch in Oberösterreich in der nächsten Periode fortgesetzt werden. Politik mit Hausverstand lautet dabei das Motto. Nur mit uns gibt es eine vernünftige Politik im Bereich der Energiewende. Wir müssen eines hier bedenken, wir haben einen Wirtschafts- und Industriestandort. Und ich bin einfach hier dafür, dass wir die erneuerbaren Energien fördern, in die Wissenschaft, in die Technik entsprechend auch investieren. Das braucht man. Wir brauchen eine vernünftige Energiewende, aber nicht das Gängeln von Autofahrern oder von Mieterinnen und Vermietern oder auch von Landwirten, wo man dann sagt, da wird so viel CO2 ausgestoßen. Auch Landesrat Wolfgang Klinger weiß, was es jetzt in der Region braucht. Ja, wir schauen natürlich im Bezirk Christkirchen, wo wir genauso abhängig sind von den ganzen Wettersituationen, dass wir im Hochwasserschutz alles so weit herrichten, damit bestmöglicher Schutz für die Menschen und für Hab und Gut eben gegeben ist. Ja, und im Verkehrsbereich gibt es natürlich auch einiges zu tun und generell der Sicherheitsbereich, dass die Feuerwehren bestens aufgestellt sind. Also es gibt für die Zukunft sehr, sehr viel zu tun. Und in der Stadt Christkirchen hat Bürgermeisterkandidat Franz Pointinger viele Pläne für eine florierende Stadt. Als Familienmensch ist mir die Sicherheit in Christkirchen sehr, sehr wichtig, sage ich mal. Wir haben ja bekanntlich die Raserszene, gegen die, was wir jetzt das Verkehrskonzept in Arbeit haben. Außerhalb der Sicherheit habe ich noch den Stadtkern. Als gebürtiger Christkirchner ist mir das sehr wichtig, dass unser Stadtkern wieder belebt wird, so wie früher. Und ein Thema, was wir auch noch haben in Christkirchen, ist die Westzufahrt. Es ist wichtig, dass wir die Westzufahrt jetzt attraktiver machen für den Schwerverkehr. Die Verwinkelungen, was wir haben, gerade machen und die Brücken breiter, damit das erstens einmal die Fahrräder sicher und auch, was ganz wichtig ist, die Fußgänger, Kinderwagen, alle sicher drüber gehen können. Die Liste an Plänen für die Stadt Christkirchen, den Bezirk und generell für unser Bundesland ist lange. Und das Team der FPÖ bereit für 6 arbeitsreiche Jahre.